Zuschauer zu Hause, Sie sehen hier, es gibt reichlich Applaus. Wir freuen uns darüber. Es ist Samstagnachmittag und wie immer gibt es da Laferlichter lecker. Schön, dass Sie alle zuschauen, schön, dass Sie dabei sind. Und ich verspreche Ihnen, es gibt heute natürlich gutes Essen, aber auch ganz tolle Gäste, wie immer um die Uhrzeit. Und ja, kurz vor der Weltmeisterschaft muss man aber richtig gucken, was die Köche so kochen, erst bevor der Fußball dann kommt. Ich habe zwei Dinge mir überlegt. Zum einen ein wunderbares Dessert, und zwar einen schönen warmen Erdbeerkuchen mit einem Sekt-Sabayon und dazu ein Tonkabohneneis. Und als zweites habe ich dann so schöne aus Spanien, so Mangalitza-Schweinekoteletts. Die werden mit so einem wunderschönen Lack dann gebraten, das richtig schön kross außen. Dazu gibt es gegrillte Mangoldröllchen und ein leckeres Sößchen. Also zwei Dinge, die kann man im Sommer essen. Ist auf jeden Fall okay. Ja, apropos Essen, also was ich Ihnen versprechen kann schon mal, dass Sie möglicherweise, wenn Sie auf dieser Seite zuschauen, zum Thema Essen etwas erfahren, was auf der anderen Seite passiert. Schauen wir mal. Ja, meine Damen und Herren, auf meiner Seite wird heute übrigens gekocht. Auf der anderen Seite, würde ich sagen, ist heute mehr so Abenteuer leben. Ja, und was gibt's auf meiner Seite? Wie soll ich sagen, mit den Worten meines Vorredners? Es wird einen wunderbaren Spargelsalat geben, mit Krevetten, schön gebraten, das Ganze hübsch dekoriert, so dass jeder sagt, oh, ist das lecker. Dann gibt es eine Forelle gebraten, mit Kartoffelchen in Nussbütterchen dazu. Und da wird die andere Seite erblassen, natürlich. Aber meine Butter, mein Lebenselixier, meine Sahne. Ich werde oft gefragt, Horst, könntest du auf Butter und Sahne verzichten? Und heute gebe ich die Antwort, ja, aber auf ihn nie. Johann, komm her. Ja. Du bist für mich viel wichtiger wie Butter und Sahne. Ja? So. Du bist mein Sauerstoff. Ja. Ich habe einen ganz tollen Gast. Dankeschön. Ich bin deine Erde und ja, du bist mein Sauerstoff. Genau, so ist gemeinsam das. Sind wir wie ein Blümchen. Ich habe dir heute noch mal Blümchen mitgebracht. Guck. Oh, herrlich. Nein, die brauche ich Tulpen, nicht. Die sind doch schon längst vorbei von der Zeit. Ich freue mich. Du, ich habe einen ganz, ganz tollen Gast. Freue ich mich sehr drauf. Ich auch. Ja. Also ich muss wirklich sagen, vom Leben auf der einen Seite gesegnet, auf der anderen Seite unter Prüfung gestellt, aber mit so viel Lebenslust durch die Gegend zu rennen, so viel erlebt zu haben. Also ich bin sehr, sehr gespannt drauf, mit ihr nachher hier 45 Minuten so richtig lecker zu kochen. Ist schwer zu überbieten, ja, was ich heute an Mensch auf meiner Seite habe. Ja, und ich auch. Ich muss sagen, ich habe lange Zeit gedacht, er kommt aus Österreich, aber ich habe mich dann getäuscht, weil sein Name könnte so ein bisschen österreichisch sein. Er kommt ursprünglich aus der DDR und ist ein ganz toller Charakterschauspieler. Ich mag ihn sehr, weil er so geradlinig ist. Er ist so ein richtiger Mensch mit Ecken und Kanten. Und ich glaube, das braucht man einfach. Weißt du, was ich toll finde? Heute haben wir unsere Gäste mal nicht angekündigt als Moderatoren, Schauspieler, weißt du, da, sondern als Mensch. Ja, genau. Und ich glaube, das wird eine ganz spannende Sendung, eine schöne Sendung in Verbindung mit Essen. Meine Damen und Herren, Margarete Schreinemacher! Winfried Glatzeder! Viel Spaß. So, lieber Winfried, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ich habe wirklich, also lange haben wir auf dich gewartet. Ich meine, du bist zum ersten Mal bei Laferlichter lecker und es hat lange gedauert, bis du endlich dich bereit erklärt hast. Ich meine, nachdem du jetzt im Dschungel warst und dort gut gegessen hast, bist du mit dem zufrieden, was wir heute machen? Ja. Ja, sieht sehr, sehr gut. Ist ja auch ein bisschen dschungelmäßig hier. Ja, ja. Wenn man, schau mal, wenn wir beide da so dschungelmäßig durchgucken, sieht es auch so fast so aus. Das ist ein anderer Sender. Du bist jetzt hier beim ZDF. Ja, übrigens. Ah, ja, so. Also du wirst heute zubereiten diesen warmen Erdbeerkuchen mit einem schönen Sekt-Sabayon, ja, und so Tonkabohneneis. Und dazu musst du erstmal einen richtigen Hefeteig machen. Kannst du das? Nein. Aber ich versuche es. Ja, das ist schon mal eine gute Antwort. Ja. Ja? Und okay, zwar, du musst erstmal dazu die Milch. Die Milch ist da in der Karaffe, die muss man warm machen. Ja, okay. Und zwar nicht zu heiß, die darf ungefähr nur 50 Grad haben, maximal. Okay. Warte, ich schalte mal ein hier.
Und dann kommt dazu, zur Milch, zur warmen, Hefe, ja. Zucker und dann Zucker, genau, Buchweizenmehl und normales Mehl. Ja. Und das, Eigelb. Ja, okay. Und eine Prise Salz, aber erst zum Schluss. Erstmal die Milch warm machen. Und da gibt es so einen kleinen Trick. Da kannst du zum Beispiel versuchen, hier mit dem Daumen reinzuhalten. Wenn du so ein leichtes Prickeln auf dem Daumen hast, dann ist die Milch warm genug. Warte, Martin, welche müssen wir erstmal abwischen? Kannst du kochen überhaupt? Nein. Sehr gut. So. Aber du hast bestimmt schon mal Milch warm gemacht, oder? Nein. Aber meine Frau, die trainiert mich immer. Ja? Also, wenn ich irgendwo mal kochen muss, dann übe ich das bei ihr und dann kann ich's. Das heißt, du hast geübt zu Hause, was du heute hier kochst? Nee. Nee. Ah, du hast mir vorhin mal kurz gesagt, wie es vielleicht lang geht. Jetzt ist warm, die Milch ist jetzt warm genug. Jetzt tust du den Zucker dazu. Ja, aber ich brauche da was zum Umrühren. Soll ich das alles mit dem Finger machen? Da ist doch ein Schneebesen. So, okay. So, jetzt tust du die Hefe rein. Ja. Ja, und dann umrühren. Und dann runter nehmen jetzt. Ja. Und muss das relativ schnell gehen? Das, nee, runter nehmen und jetzt gerade rühren. Das kann auch langsam gehen. So. Okay. Und dann das Mehl reinrühren, beide Mehlsorten, Buchweizenmehl, normales Mehl und eine Prise Salz. Ist egal, ob normales Mehl zuerst oder Buchweizenmehl. Das kommt alles zusammen, ist egal, was das erst rein. Und sag mal, muss das nicht alles vorher, das muss die Hefe muss doch sich aufgelöst haben. Aufgelöst haben, genau. Ja, okay. Aber du weißt, was Hefe ist? Das ist so ein Muntermacher für Bier, nicht? Da macht man doch... Wundermacher für Bier. Ja, das sind die Bakterien, die den Alkohol herstellen. Mein Gott, ja. Genau, das ist ein Pilz eigentlich und der lässt dann so Bläschen entstehen im Teig, damit er ganz locker wird. Ja, genau. So, ich glaube, jetzt darf ich schon. Gut, so, jetzt reinrühren und dann ist perfekt. Hier läuft es ja drüben, das freut mich. Ich bin mit der Margarete schon so ganz sanft hier. Also bei uns läuft es so gut, Margarete, dass ich mir schon langsam Tipps von dir hole. Sie hat mir nämlich erst gesagt, für einen Spargelsalat hochst, damit der klar ist, ich schneide den Spargel dünner, als du gedacht hast. Und warum kocht das Wasser nicht? Also das klappt schon sehr schön. Ja, also es macht ja auch total Spaß mit dir, jetzt weil schon. Der Johann ist so schrecklich dominant. Und vor 7 Jahren habe ich mit ihm gekocht und der hat mir nur reingeredet. So gern wie ich dich habe. Ja, danke schön. Danke. Johann versucht immer, Frauen zu beherrschen. Nein, Johann ist doch nicht dominant. Doch, er versucht, Frauen zu beherrschen. Bei Männern wie dir ist er anders. Dich liebt er ja. Mich? Ja. Ja, weil ich mich unterordnen kann. Ne, mein Hase? Ja, apropos Unterordnen, ich muss euch eins zeigen jetzt wirklich. Ich meine, Schweinefleisch ist ja eigentlich... Wie kommst du jetzt von meiner Person auf Schweinefleisch? Jetzt schau her. Und dein Ton ist viel zu dominant, mein Hase. Hast du das schon mal gesehen, ist so ein Fleisch? Ist das Jericho? Ja, guck doch mal hin. Schön. Mangalitzerschwein ist das, schau her. Das ist ein Wahnsinn. So, ach, so marmoriertes Fleisch, wie das schmeckt nachher, das ist der Wahnsinn. Und dann sagen die meisten Leute immer, ist ja mit Fett. Erklär das mal, dass das großartig ist. Das ist einfach langsam gewachsen. Und du siehst hier, das magere Fleisch ist durch so Fettadern durchzogen. Und dadurch wird das Fleisch total saftig. Sag mal, Thema Sport, da hast du aber auch mal ein nicht ganz so schönes Erlebnis, obwohl es vielleicht sogar im Nachhinein das Wichtigste deines Lebens geworden ist. Mit Sicherheit sogar. Ja, ich bin, aber das hatte jetzt mit dem Joggen nichts zu tun. Jeder kann tot umfallen. Und ich bin beim Joggen im Wald gesund gestorben, gewissermaßen. Das kann Kindern passieren, das kann alten Menschen passieren. Man kann auch im Bett sterben. Mein Glück war, dass ich das nicht, sagen wir mal, an der Waschmaschine hatte. Da wäre keiner von meinen Männern... Ja, ich glaube, jetzt musst du es noch mal kurz erklären. Nicht jeder versteht das jetzt. Ja, ich hatte Weil beim Joggen sterben könnte dazu führen, dass morgen keiner mehr Turnschuhe verkauft. Deswegen sollten die Herrschaften das zumindest kurz verstehen. Ja, ich hatte einen plötzlichen Herzstillstand beim Joggen und bin tot umgefallen. Von einer Sekunde auf die andere. Ja. Einfach so? Einfach so. Ohne Vorzeichen? Du warst gesund? Ohne irgendwas. Also ich fühlte mich sauwohl, mir ging es gut und es kann passieren. Der Abpfiff, das mag jetzt vielleicht ein bisschen lapidar klingen, aber das kann immer sein. Zu jeder Zeit in deinem Leben kannst du sterben. Nur ich habe jetzt keine Lust, da immer mein ganzes Leben drüber nachzudenken. Ich bin unendlich dankbar, dass mein Mann mich gerettet hat. Wie hat er dich gerettet? Durch direkte akute Maßnahme. Also wir waren ja im Wald, der konnte jetzt nicht sagen, wir stehen da und da.
Der hat den Notarzt angerufen und dann hat er sofort mit der Wiederbelebung angefangen. Also er hat mich beatmet, er hat die Herzdruckmassage gemacht. Und das hat er alles so gut gemacht, dass ich die 8 Minuten echt überstanden habe. Danke. Freue ich mich auch. Toll. Ja, das ist eigentlich ja gar kein Küchengespräch, ne? Aber ich meine, aber wieso ist das kein Küchengespräch? In der Küche kann man über alles reden. Ich glaube nicht, dass es ein... Das stimmt. Weil hier spiegelt sich das ganze Leben wieder. Guck mal, die Menschen haben, wir sind im 8. Jahr miterlebt, wie wir 2 uns verliebt haben. Die haben unseren ersten Ehekrach mitbekommen. Wie wir 2 uns getrennt haben auch. Ja, wie wir uns getrennt aber haben. Aber ihr seid schon noch mit euren war. Frauen zusammen, oder wie sehe ich das? Ja, aber die können damit sehr gut umgehen. Das ist das Schöne. Ich finde, eine Küche, da kann man über alles reden. Ja, das stimmt auch wieder. Na, guck aber mal, im Bett wird Liebe gemacht und gestorben. Deswegen hört ja keiner auf, Liebe zu machen im Bett. Stimmt, das ist ja, und auch ist auch schon jemand am Küchentisch gestorben. Trotzdem kochen wir da weiter. Ja, das ist auch wieder wahr. Du bist jetzt auch dadurch leidenschaftliche Gärtnerin geworden. Ja, das warst total. Du ja vorher nicht. Nein, das war ich nicht. Aber irgendwann fiel mir auf, der Garten ist so groß und mein Mann auch. Man hängt ja abends dann meistens vorm Fernseher, wenn man nicht weggeht. Oder liest ein Buch, was ja auch noch ganz schön ist. Und dann hatten wir mit dem ersten Hochbeet angefangen. Was ich auch nur jedem empfehlen kann. Jetzt haben wir 8. Ach. 8 Hochbeete selber gebaut im Schweiße unseres Angesichts. Also was ein Hochbeet ist, ich glaube, da klären wir gleich. Ich finde es eine sensationelle Überleitung. Und wie groß deine Kürbisse in dem Hochbeet werden, zeigen wir nachher mal. Ja. Aber Johann, wie läuft es bei dir? Wo ist der Glatzeder überhaupt hingekommen? Ja, jetzt muss ich mal eins sagen, das habt ihr jetzt möglicherweise nicht mitbekommen. Er hat extrem guten Geschmack. Er macht gar nichts. Ja, pass auf. Winfried, komm her. Hier. So. Er hat gerade Donkerbohnen-Eis gemacht. Und zwar, wir haben ja milchwarm gemacht mit Honig. Dann haben wir Gelatine reingegeben. Dann Sahne, griechischer Joghurt, Donkerbohnen gerieben. Und da hat er gesagt, da fehlt was. Und das finde ich toll, wenn ein Gast sagt, da fehlt was. Wir haben noch ein bisschen Orangenschale zugegeben, gell? Ja, aber jetzt, weil du keine Zitrone hast. Ich wollte eine kleine Zitrone. Ja, aber wir haben da Orangen genommen, weil wir keine Zitrone hier hatten. Ja. Aber das ist sehr gut vom Aroma her und das hast du gut herausgefiltert, muss ich sagen. Großartig. Ich bedanke mich. So, und hier sind die Koteletts. Guck mal da. Die habe ich jetzt angebraten, nur auf beiden Seiten kurz. Die tue ich jetzt in den Ofen, da bei 120 Grad, damit sie schön saftig bleiben. Natürlich kommen oben drauf die ganzen Kräuter, die wir da mitgebraten haben. So. Das darf man nicht wegtun hier alles schön. Sehr gut. Ah, herrlich. Und, so ja. Und jetzt machen wir hier noch ganz kurz in dieser Pfanne nachher den Lack, indem wir hier reingeben Honig. Was ist Lack, Johann? Ja, nachher, weißt du, so ein Lack, das ist so ein Überzug, dass es nachher richtig schön glänzt. Wir neigen immer dazu, dass wir relativ wenig Gewürze verwenden. Also nicht so ein Lack wie Heizkörper, ne? Nee, das ist jetzt Kernanis, Wacholderbeeren, Nelken, dann Sojasauce. Sag mal, Johann, hast du eine andere Reibe? Ich habe so ein blödes Ding wie das hier noch nie in meinem Leben gesehen. Warte mal. Was nimmst du denn für einen Honig dafür? Pflaumenwein hier. Bienenhonig hauptsächlich. Bienenhonig, ja. Kein speziellen. Nein. Einfach nur fürs Schweinefleisch. So her. Und dann Johann, du möchtest nicht so dominant sein. Ein bisschen ruhiger, bitte. Ja? Und hier haben wir Mangoldblätter, die tue ich kurz grillen, weil die Mangoldblätter nachher werden gefüllt mit dem Mangoldstiel. Und da machen wir so Röllchen draus. Jetzt erklärt der Mangold, ich drehe durch. Wieso? Wahnsinn. Auch mit Honig. Guck mal, selbst der Mangold wird auf einmal so dominant. Wieso so, du kannst jetzt das nächste Stück Eiweiß schlagen, gell? Wenn ihr schon welche seht. Okay. So, du hast einen großen Zähnen. Ja? Gib mir die Küchenmaschine. Ich kann es auch so, aber. So. Aber erstmal beantwortest du mir die Frage. Du hast einen großen Fan, nämlich Angela Merkel. Ja. Woher kommt das? Weil sie auch, wie wir alle mal in der Jugend, den Virus der Liebe in sich hatte. Und zu dem Zeitpunkt den Film Die Legende. Wie soll ich das verstehen? Naja, wir haben doch alle mal so kurz den Virus der Liebe gehabt. Du meinst Hormone. Hormone, genau. Und in dieser Zeit hat sie einen Film gesehen, den ich durch Zufall machen durfte. Der hieß Die Legende von Paul und Paula. Den hat sie mit ihrem ersten von ich weiß nicht wie vielen Männern gesehen. Und sich erinnert, Ist das so? Ich kenne immer nur einen. Ja, Herr Sauer, der wahnsinnige Quantenphysiker und humorvolle Mensch, den hat sie jetzt. Ich habe auch eine Frau, 47 Jahre, und davor
hatte ich auch Liebesviren in mir. Ja, okay. Und den Film hat sie sich ausgesucht, weil sie sich da erinnert hat an ihre schönen Erlebnisse. Ach so? Hast du mit ihr mal drüber gesprochen? Ja, ich komme. Hast du mit ihr mal drüber gesprochen? Wir haben nicht über intime Geschichten gesprochen, sondern sie hat auf der Bühne erzählt, dass sie in der Zeit an der Ostsee in einem Sommerfilmtheater den Film gesehen hat und gekuschelt hat und so. Und ich meine, Herr Steinmeier hat sich gewünscht von der Akademie, die diese Sendung oder diese Reihe da macht, die durch die Hölle gehen. Steinmeier ist ja der Außenminister jetzt, der weiß, was durch die Hölle geht. Der wollte das sehen, damit er weiß, was das Schlimmste im Leben sein kann. Dass das alles, was er jetzt regeln muss, nicht so schlimm ist. Und sie hat einfach die Liebe in sich aufgehoben und hat sich den Film gewünscht. Ja, ist mein Fan jetzt. Und Thema Liebe, ich gehe jetzt mal kurz zu unseren Küchenschlachtgewinner. Jawohl, ne, genau. Das ist nämlich Ramona und der Steffen. Steffen Kaufmann ist hier. Und Roman Nixdorf, Romana Nixdorf. Also, was ich sensationell finde, ist, dass unsere Küchenschlachtkandidaten immer jünger werden. Vor allem die, die nachher gewinnen. Hallo. Grüß dich, der Horst. Du bist mitgebracht. Nee, ich bin. Du bist Gewinner. Ja. Hör auf! Du hast sogar mal ein Finalgericht probiert. Jetzt dürfen wir schon Kinder dabei haben, Johann. Hallo. So. Ich weiß auch gut, wie ich dein Finalgericht probiert habe. Es sah nicht nur fantastisch aus, hier hast du ein Schlabberlätzchen. Okay. Also in dem Alter habe ich immer das Gefühl, ich muss helfen. Das ist ganz schlimm. Ne? So. Sag mal, du lebst ja in einer Männer-WG. Ja, genau. Kannst du uns da so mit ihm? Ja. Ah, könnt ihr uns so ein paar Tipps geben? Wir haben ja auch so eine Männer-WG. Kloputzplan ist bei uns ein großes Desaster. So, und Johann ist auch sehr dominant. Wie habt ihr das geregelt? Ja, wir haben halt klar geregelt, wer was sauber macht. Ne? Und wer? Der eine hat halt die Arschkarte bei uns gezogen. Ist dann auch klar geregelt. Johann kommt dominant um die Ecke und sagt, du bist heute dran. Und schon bin ich wieder dran. Horst, ja. Darf ich mal fragen, was du gekocht hast heute? Mein Engelchen, selbstverständlich. Ich finde es schön, dass du dich auch mal unterordnen kannst. Ich habe ein wunderbares Forellchen ganz zart angebraten, ein Garnelchen einfach noch dazu geschmissen, einen schönen kleinen Tomatensalat dazu. Und weißt du, was mir gerade einfällt, mein Engel? Das Ciabatta. Da muss ich den Backofen tun dafür. So. Ihr habt jetzt hier erstmal was zum Essen. Ihr habt auch was zum Trinken. Ich sehe, ihr trinkt nur Wasser, aber Samstagnachmittag wollen wir Wasser. Wein trinken wir vielleicht erst abends. Gell? Viel Spaß, schön, dass ihr da seid. Dankeschön. Und bis später. So. Liebe Margarete, ja, mein Schatz. Ich möchte noch mal zurückkommen auf deine Hochbeete. Ja. Und vorher aber mal ein Foto zeigen von den Kürbissen. Kann man mal ein Foto zeigen, weil die finde ich unfassbar. Dass so große Kürbisse da wachsen. Ich hatte, das ist nur ein kleiner Auszug. Wir hatten Tonnen. Also wenn Sie irgendwie zu Hause einen Platz haben, wo Sie sowas machen können, da kommen keine Schnecken hin, da kann auch kein Hund hinpinkeln, keine Katze. Also es vereinzelt Schnecken. Jetzt erklär aber mal, was ist ein Hochbeet? Ein Hochbeet, das heißt, du hast einen Minigarten auf dieser Arbeitshöhe ungefähr. Wo steht der denn? Wird verfüllt bei mir im Garten. Das haben wir selber gebaut. Man kann die, Foto. Ach so. Man kann die auch fertig bestellen. So sieht das aus. Aha. Aber also sagen wir mal, eins hat so 6 Quadratmeter, da ernten Sie eine Fülle von Sachen. Und da wissen Sie, was Sie haben. Es schmeckt irre gut. Und es ist absolut durch und durch. Was ist der Vorteil? Eigenes Gartenbio. Also es ist das schönste Hobby überhaupt. Jetzt erklär mir aber noch mal kurz, was ist der Vorteil? Also, erstens hast du eine Ware, die toll schmeckt, kriegst du nirgendwo. So frisch geerntet. Ja, aber jetzt noch mal den Vorteil eines Hochbeets. Ja, ist der Vorteil, dass du dich nicht bücken? Du musst dich nicht bücken, die Schnecken kommen aber nicht raus. Aber dann könnte man doch auch so Gräben um den Garten graben. Und dann? Dann brauchst du dich auch nicht mehr bücken. Da gehst du die Treppe runter und bist im Garten. Ach so, wie das zum Beispiel im Ersten Weltkrieg gerne praktiziert wurde. In der zum Nähe Beispiel, von Schützengraben. Ja, das wäre ja nun sehr aufwendig. Also so ein Hochbeet zu bauen, man kann die auch fertig bestellen.
Uns hat das Spaß gemacht, das zu bauen, weil das, ja, da kriegt man so schön Streit, da baut man was, entwickelt was. Dann habe ich mir Terra Petra bestellt, das kriegt man alles im Internet. Eine seltene Erde, klingt jetzt so wertvoll. Es ist eine sehr gesunde Erde, da mischst du die heimische Gartenerde mit. 2000 Biowürmer lebend habe ich mir besorgt. Die habe ich sogar da alle verteilt auf die Hochbeete. Die Würmer. Ja, weil der Wurm stockt ja auch aus. Das ist aber für Winfried. Ja. Ich habe auch drei Komposthaufen. Du hast drei Komposthaufen? Drei Komposthaufen und einen Traktor, weil ich ein Enkelkind jetzt habe. Aber mit dem Traktor ist echt scheiße im Hochbeet. Ja. Aber. Mama. Meine Frau hat 30 Jahre gekämpft gegen den Traktor, weil die sagt, die Regenwürmer werden im Erdreich so erschüttert und erschreckt, deswegen durfte ich nicht. Aber die haben doch gar keine Ohren. Die haben eigentlich keine Ohren, aber jetzt durfte ich, weil Enkelkind da ist. Und ich mache, im Gegensatz zu Margarete, kaufe keine Würmer von irgendwo, sondern ich habe Würmer, sondern mein Komposthaufen hat Würmer. Und man muss drei Komposthaufen haben, einen fürs erste Jahr, fürs zweite und der frische. Und dann hast du auch Würmer gegessen im Dschungelcamp? Nein. Ich hätte weder Hoden, noch Pimmel, noch Augen. Hätte ich mich verweigert. Ich habe nur über mich schütten lassen, Kakerlaken, Mehlwürmer, Krabben und so. Und dazu habe ich die Internationale gesungen. Also das ging prima. Würdest du Kakerlaken essen? Nein. Kakerlaken essen? Ob ich Kakerlaken essen würde? Ja, würdet ihr ins Dschungelcamp gehen? Ich kann mir das ja smart vorstellen. Da gibt es ja immer was Gutes zu essen. Wenn ihr gehen würdet, ging ich auch. Einer blickt, da gibt es gar nichts zu essen. Da gibt es ein morgens, mittags, abend ein Löffel Reis und zwei Löffel Bohnen. Und du weißt, da gibt es ein Experiment 1830 von der Armee in Auftrag gegeben bei Liebig. Da werden die Leute verrückt davon, wenn sie immer nur Bohnen oder Erbsen essen. Die bringen ihre Ehepartner um. Wolltest du damit deinen Zustand im Camp erklären, oder? Ja. So, ich mache jetzt hier die Röllchen, und zwar Mangoldröllchen. Ich zeige euch das mal hier. Hab die Mangoldstiele angebraten mit Knoblauch, mit Schalotten, mit Kräuter, Thymian, gewürzt mit Sojasauce, Salz und Pfeffer. Jetzt rolle ich die ein hier. So, her. Also die Mangoldstiele mit dem Mangold. Blättern eingerollt. Die gibt's nachher zum Schweinebraten dazu. Und das muss ich jetzt auch mal sagen, Leute. Gell? In dieser Sendung wird zwar viel gelacht, aber es wird immer noch gut gekocht. Das muss man auch mal sagen. Ja? So. Und das ist, ich habe früher Mangold nicht gerne gemocht, aber nachdem ich beim Horst gesehen habe, dass er ständig mit Mangold kocht, habe ich mir gedacht, muss ich auch mal was ausprobieren. Das schmeckt sehr gut hier. Für die Mangoldblätter genommen? Nein, kein Honig. So. Schmeckt was hast du denn da drauf gerieben? Das ist nur die Mangoldstiele. Die nee, aber was da so glänzt? Das ist Öl. Öl, okay, das habe ich nicht Öl vom Kürbiskern, oder? Nein, Kürbiskern ist grün. Das ist normales Öl vom Grillen in der Grillpfanne. Versteht. Habt ihr ein bisschen Parmesan? Gut so. Genug so. Jetzt musst du die Pfanne aufstellen hier und heiß machen. Ja. Butter rein vorher und Zucker und dann durch die Masse rein tun. Wo haben wir die Pfanne? Hier. Da hinten, genau. Machst du die kurz heiß, die Pfanne? Ja. Dann musst du Butter reinstreichen. Okay. Kann man auch da hinten? Ja. So, Winfried. Wo ist die Butter? Ach, ist sie das hier? So, du möchtest noch ein bisschen Parmesan haben. Wenn du hast. Also ich habe jetzt keinen, aber ich kann mir welchen wünschen, dann kommt welcher rein. Ehrlich? Das ist hier machbar. Das läuft hier so? Und wer bringt den dir dann rein? Das kannst du dir jetzt wünschen. Entweder ein schöner junger Mann oder eine schöne junge Dame. Wünsch dir was. Für dich dann eine schöne junge Dame. Für mich. Weil heute muss ich ja mit einer Alten kochen. Das stimmt nicht, weil... Passt aber sehr schön. Du hast mir wieder eine wunderbare Überleitung gegeben. Ja, erzähl. Weil wir haben dich, ist schon ein bisschen länger her, gesehen. Da hast du bei meinem Freund Markus gesessen in der Talkshow. Ja. Und da habe ich mit meiner Frau vom Fernsehen gesessen. Dann sagte sie auf einmal, ich würde gerne wissen, warum die Margarete so verdammt gut aussieht. Oder habt ihr da einen Maskenbildner, der es so wegmacht? Also die Maskenbildnerin ist grandios. Das stimmt aber nicht. Ich stehe dir jetzt mal sehr nah gegenüber und erkenne, dass da vielleicht ein bisschen Püderchen drauf ist. Aber da ist nichts weggemacht. Weil ich sehe nicht, dass du geliftet bist oder ähnliches. Nee, da habe ich zu viel Angst vor. Was ist dein Geheimnis? Hast du ein Geheimnis? Ich. Komm, sag schon. Frische Luft. Ich bin wirklich jetzt, also ich denke mal,
Ich bin glücklich. Ich bin schweinefroh, dass ich lebe. Es ist die frische Luft. Ich esse gerne und ich habe Angst vor Spritzen und sowas. Und ich finde, ich habe das schon. Oh ja. Guck mal, wenn es so wäre, hallo. Kannst du mal meinen Hals festziehen hinten? Ja. Pass auf, du ziehst jetzt mal an dem Hals. Moment, so. Pass auf, du machst jetzt so. Du so. Ziehst den. Ja. So. Und ich mach. So. Jetzt musst du den. Wow! Wenn mir das ein Arzt machen könnte und dass man nicht so ein Zombie aussieht. Nee, jetzt sieht aber doof aus, aber wenn er hinten so einen Knubbel hat. Das Risiko. Weißt du, ich würde mir noch eher den Po liften lassen als das Gesicht. Und weißt du warum? Wenn warum? Der Po daneben ginge, kann ich den in der Hose verstecken. Aber dieses Gesicht würde mich jeden Morgen angucken. Und wenn das schrecklich ist, dann. Das wäre furchtbar. Du guckst morgens. Aber ich weiß doch, ich hab's gelesen. Dein Geheimnis sind Mikrobakterien. EM-Bakterien, ja. Jetzt erklär mal, was sind EM-Bakterien? Also, EM-Bakterien sind gute Bakterien, ist jetzt nichts Abgedrehtes, gibt's ja schon ewig, kannst du überall im Internet nachlesen, auch in jedem Bioladen kaufen. Die arbeiten sehr gut in Böden, man bekommt sehr ertragreiche Böden. Ich nehme sie auch gerne für meine Haustiere, sprühe die auch schon mal mit ein, auch mal ins Trinkwasser. Und wenn ich Pickel habe, jetzt lachen Sie nicht, ist EM4 heißt die Lösung, betupfe ich das damit und nach dem Baden eingesprüht, kriegt man eine ganz zarte Haut. Huch, da rutscht die so, ab. Und ich verdiene keinen Pfennig daran, wenn ich das jetzt sage. Aber Sie können es im Internet googeln. Es ist wunderbar. Ich stehe da drauf. Und aber jetzt erklär mir noch mal. Ich muss dazwischen fragen. Ja. Weil ich kann aber sagen, was ich auch empfehlen kann. Ja. Ich nehme immer, wenn ich nach Hause gehe, von dieser Sendung, nehme ich Thymian mit und den Rosmarin ja und die Kräuter. Und Johann, warte mal, lass mich mal gerade. Mach, erzähl weiter. Ich will noch mal was gucken. Sehr schön. Ja. Wir müssen Ihnen ein scharfes Kind modellieren. Darf ich noch mal als Praktiker, der wirklich was an sich hat, schnippeln lassen? Also, du hast was an dir schnippeln lassen. Ja, einmal habe ich was auf die Nase bekommen und dann hat die Operateurin gesagt, oh, das tut mir leid, als sie mich aus dem Operationssaal so sozusagen aus. Hat sie gesagt, das tut mir leid, das macht aber nichts. Wir machen hier von ihrem von ihrem Schienenbein ein Stückchen Knochen rein. In 6 Wochen begradige ich das. Habe ich vor 40 Jahren mich nie mehr getraut. Aber jetzt hatte ich so dicke Tränensäcke. Hat ja nichts mit Trinken zu tun. Nein, okay, hatte ich so Tränensäcke und ich kannte einen 90-jährigen Wissenschaftler, dem hingen dann mit 90, die Fettpartikel waren raus und hingen hier so eine Lappen hier unten. Und das, diese Perspektive fand ich einfach scheiße. Und da habe ich mir... Die nennt man aber Derek-Augen. Darf ich jetzt mal kurz unterbrechen? Ja, Derek-Augen. Pass auf, dann passiert jetzt sowas. Jetzt lass ihn ausreden. Guck mal, da passiert, er ist schon wieder dominant. Ja, okay, er ist schon wieder dominant. Ja. Es ist übrigens... Was ist das? Das ist eine... Rhabarberschorle. Oh, lecker. Machst du mir die auf? Wie, willst du dich betrinken? Ja, sinnlos. Wo gibt's Gläser? Siehst du, jetzt hast du das Messer auf? Schon fallen lassen. Ein Glas. Und schon ist er weg. Hier, nimm doch das. Also, willst du auch einen Schluck mit? Nee, ich darf nicht betrunken werden. Hier. Okay. Komm, Winfried, wenn wir keine Ruhe bei mir haben, dann komme ich zu dir. Ja, okay. So, also jetzt, pass mal auf. Erzähl mir noch mal kurz, wie war das mit den Augen? Also da ihr über die Möglichkeit, ein Gesicht zu verunstalten gesprochen habt, da gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man sich die Tränensäcke so wegmachen lässt, dann sieht es nicht sehr gut, das sieht doof aus. Es gibt auch die Möglichkeit, sich zu unterspritzen und lang zu ziehen. Dann sieht auch doof aus. Boah. Nee, ist doof. Also Lippe sieht auch nicht gut aus. Es ist hier keine OP-Sendung, es ist immer noch eine Kopfsache. Guck mal, du bist schon dein Schwein da, jetzt schon. So. Und die beste Operation ist die, dass man hier einen Schnitt oben macht, die ganze hier einen Schnitt und die ganze Gesichtshaut im Operationssaal anhängt an so Angelhaken und jeden einzelnen Muskel, mach du dein Schwein da, jeden einzelnen Muskel verkürzen und dann siehst du wie 20 wieder aus. Aber du bist ein anderer Mensch. Und das finde ich ja nicht gut. Ich meine, also wenn jetzt jemand, wie du sagst, dass du nachher so Lappen hast, das sieht ja auch wirklich doof aus. Ja. Also man sieht jetzt nicht, dass du operiert wärst. Nein! Überhaupt nicht. Okay. Nee, passt zu dir. Jetzt muss ich leider weitermachen. Mach du mal weiter. Ja. So. Jetzt habe ich ihn endlich. So, jetzt muss ich mal kurz den Zuschauern zeigen, ich habe mein Fleisch aus dem Ofen geholt, hier diese Koteletts, und fange jetzt an, die mit dem Lack zu übergießen. Ja? Und zwar
einzukochen nochmal, dass es schön, dass es dann schön karamellig wird hier, das Kotelett. Margarine, was machst du eigentlich da hinten bei Johann im Schrank? Ich bin schon lange fertig. Was für einen Teller wir hier haben? Ja, aber sie will schöne Teller haben. Ich wollte den Salat drauf. Wenn ich störe, sagt mir Bescheid. Nein, aber ich wollte den Salat jetzt hier drauf anrichten. Oder wie soll man es machen? Für alle auf einem Teller oder einzelne Teller? Wie du möchtest. Ich möchte dir jetzt nicht mehr reinreden. Du hast einen sehr guten Geschmack und deinen eigenen Willen dazu. Du dekorierst, nein, du entwickelst sogar und entwirfst Möbel. Ne? Aber es ist kein Parmesankäse gekommen, ja? Hatten wir uns denn entschieden, Frau oder Mann? Wobei? Wer es bringen soll. Ach so, ich hatte doch gesagt, du kriegst eine hübsche junge Frau. Hübsche junge Frau. Ja, das war aber meine Überleitung, dass du ja eine bist. Oh, wie schön ist das denn? Ne? Möchtest du doch einen Mann haben? Ja, dann, wenn du mich so fragst schon. Ja? Gut. Ich würde nämlich gerne noch ein bisschen Parmesankäse drauf machen. Dann hätten wir also gerne einen Mann. Und jetzt möchte ich noch was wissen zu deinen Möbeln. Ja. Du machst also selber, entwirfst Möbel. Wie macht Seit man drei das? Jahren, ja, wie macht man das? Wir haben auch ein Foto da. Wir, kommen, ja. Wir können mal zeigen, wie deine Möbel aussehen. Ja. Ja, wer hat da gesagt? Der kriegt aber gleich hier einen Schlag. Das ist übrigens kein Testbild, das ist das Möbel, meine Damen und Herren. Mein lieber Mann. Ja, das ist schon. Ja. Ja. Aber schön bunt, das ist Art Deco eher, ne? Ja, es sind zum Teil Antikmöbel, die ich umgestalte. Und ich habe auch eine eigene Kollektion neu geschreinert. Neu geschreinert? Ja, nicht ganz alleine natürlich, mit vier Schreinern inzwischen. Angefangen haben wir zu zweit, jetzt haben wir schon vier Schreiner. Dann heißt du demnächst Schreiner-Markos. Und dann, ja, Schreiner-Markos, ne? Der Name sagt ja auch Kistenmacher eigentlich. Also irgendwie muss ich da tatsächlich was mit zu tun haben. Aber das Ganze nennen wir Crazy Artico. Guck mal, da haben wir noch mal einen Tisch, den finde ich aber sehr geil. Wow. Das ist aber jetzt. Sehr, sehr schön. Ja, das sind alles so Artico-inspirierte Entwürfe. Komm, danke. Zeig dich ruhig, Kind, zeig dich ruhig, Kind. Ne? So. Ja, das ist der nette junge Mann. So. Und das ist der Vergleich. Ja. Und hier kann man mal sehen. Beide Damen sind Mitte 20 und man kann sie nur unterscheiden an der Haarfarbe. Ne? Danke dir, mein Schatz. Ciao. Parmesan für dich? Ja, den mach ich noch drüber. Ja. Ich guck auch mal Tellerchen. Aber Art Deco, das heißt, es sind ja echte Antiquitäten, die du zum neu Teil aufarbeitest. Oder wir das, was du vorhin gesehen hast, also habe ich eine ganze, vom Standregal über einen ganz genialen Schreibtisch, über bis aus neuem Holz, nach eigenen Entwürfen selbst gebaut. Aber Art Deco inspiriert mit Treppenfuß, Goldkugel, also alle Elemente, die aus der Zeit verschwunden sind. Und ich bin so ein Fan von Handwerk. Ich sag mal, Art Deco war von der Zeit her. Fängt so 1920 an, auch dann die Postmoderne genannt. Daraus entwickelte sich Wiener Schule, Bauhaus, alles, was wir heute an großem Design haben. Und ich stehe auf Handwerk. Meine Sorge ist, dass das Handwerk ausstirbt. Dass nur noch alles Polen, China, Tunesien ist. Und dass man. Das ist jetzt mein kleiner, bescheidener Beitrag zur deutschen Wertarbeit, wenn du so willst. Die darf nicht kaputt gehen. Also eins kann ich Ihnen aber sagen, meine Damen und Herren, solange es meinen Johann Lafer gibt, wird das Kochhandwerk niemals aussterben. Oh. Ja. Na, Johann? Genau. So. Denn ich glaube, wenn alles vergeht, aber eins vergeht nie, dass wir gerne im Leben essen und trinken, oder? Stimmen die wieder zu? Essen und trinken wird nicht vergehen. So. Schauen wir mal die Kamera, komm, ein Freund, komm mal zu mir mit der Kamera, komm her, ich zeig mal hier den Zuschauern die Koteletts da. Schau her, zeig mal, wie das jetzt ist hier, mit dem Lack hier. Schau her. Schau her. So sehen Koteletts aus. So, komm mal her. So, und hier mache ich gerade so eine Art Blender-Püree, also Blender. Ich habe hier aufgekocht Hühnerbrühe mit Zitronengras durchpassiert, dann Schalotten angeschwitzt mit Knoblauch, Chili, Blender rein, Brühe rein. Jetzt wird das gut abgeschmeckt, das gibt's dazu und da kommt noch Schlagsahne rein. So, du schlägst jetzt Zabajone. Eigelb, Zucker rein. Wir machen 6 Zabajone, ganz wichtig hier. Und zwar muss man da... So viel oder ein bisschen alles, mehr. Alles. Und beim 6 Zabajone muss man nur einen Teil vom Sekt rein tun. Den Teil tun wir zum Schluss rein. Ja. Schaffst du es nicht? Vielleicht habe ich mehr Kraft als du. Guck meine Hände an.
Guck meine Hände an. Das sind immer meine Lieblingsszenen, wenn er an der Flasche rumwirkt. So, rein damit. So, ein bisschen mehr. Und jetzt schön schaumig aufschlagen, gell? Richtig Schluss. Perfekt. Noch ein bisschen mehr. Und dann aufschlagen, bitte. Ja. So, und den Rest. Und den Rest machen wir später. So. Okay, ich mache jetzt hier Schlagsahne rein in diesen Polenta. Ah, oh, das ist ein herrliches Essen heute. Also ich kann euch versprechen, liebes Publikum, heute kriegt ihr nichts. Heute kriegt ihr nichts? Nein, ich krieg was. Guck und mal hier. Wir reden aber von unserem Essen. Ja, aber dafür bin ich schon fertig mit der Margarete. Ja, Margarete. Wir gehen jetzt schön anrichten. Wo hast du meine Blümchen alle hingetan? Da. Da sind noch genug. Ja, ich komme sofort zu dir. Warte mal. Hier habe ich noch ein bisschen frischen Rosmarin. Oh. Ja. Oh. Margarete, fehlt dir das Fernsehen? Nee. Nee? Nee, ja gut, bist ja heute drin, stimmt. Das ist auch Quatsch, ja. Es fehlt mir jetzt, ich hätte jetzt keine Lust mehr auf eine eigene Sendung, nee. Warum mir nicht? Den Stress noch mal anzutun, boah. Aber wenn jetzt auf jemand ankäme. Auf die Einschaltquote am nächsten Morgen, ob du gefallen hast. Ich hätte keinen Bock mehr, echt nicht. Aber es ist schön, mit dir hier zu sein, dann geh mal. Warte ganz kurz so, damit ihr noch mal guckt. So. Sieht aber lecker aus. Na? Sind das die Walnusskartoffeln? Ja, das sind die leckeren Kartoffelchen. Soll ich schon mal einen Wein oder irgendwas aufmachen? Kannst du gerne machen. Guck mal, bei mir im Kühlschrank oder draußen müsste auch einer stehen. Da gehen wir zwei schon mal lecker essen. Wollt ihr Wein oder Bier? Ich möchte Wein haben, bitte. Johann trinkt immer nur Weinchen. Ja, ich auch, bitte. Ein Grauburgunder. Das ist einer. Hast du reingeschaut? Nein. Ist ein Grauburgunder? Ja, nein. Das ist einer. Kein Scheiß. Guck an. Habt ihr... Ach, der ist mit Drehverschluss. Ja, oh, wegen dem Korken. Edel. Ja, warte, aber wichtig ist dran riechen. Ob er nach Verschluss riecht. Hier sind noch Soßen, aber ich denke mal, es ist fürs Dessert. Wir können schon essen. Wir können essen. Wir können jetzt. Ja, wir gehen essen. Oh, ist das toll. Ne, bevor hier irgendwas kalt wird, bis die zwei fertig sind. Gibt es eine Sitzordnung? So, können wir jetzt mal kurz zeigen, die Leuten erstmal das Schweinekotelett hier. Schweinekotelett mit Lack, Polenta und dieses Mangoldröllchen. So, und jetzt, mein Freund. Jetzt machen wir beide weiter mit unserem mit unserer Erdbeer. So, noch mehr schlagen noch. Ja. Mehr schlagen. So. Jetzt haben wir hier diesen Boden für den Erdbeertorte, ja? So, den müssen wir jetzt erstmal rausstürzen. Könnt ihr ein bisschen leiser wegen der Gemütlichkeit, danke. So, weiß ich mag das nicht so, weißt du, diesen Lärm. Den Lärm, ne? Das ist viel angenehmer, wenn man so... Du hast aber kein eigenes Restaurant mehr, ne? Hast du aufgegeben, oder? Nein, ich musste mich entscheiden, entweder Johann oder... Hier, guck mal, was wir hier gemacht haben! Was denn? Ja. Wir haben umgestürzt einen Erdbeerkuchen. Nein! Ja! Siehst du? Das ist übrigens ganz wichtig. Wie ist das bei deinem Lebenspartner? Muss man den auch loben? Ich glaube, jeder Mensch braucht positive Bestärkung. Lob ist was total Wichtiges. Immer nur zu kritisieren, das ist auch nicht schön. Also ich finde das sehr wichtig. Und als Frau, wir sind ja abgezockt genug. Wenn du deinen Mann lobst, macht er ja alles, was er vorher gar nicht will. Du musst ja sagen, hör mal, ich weiß ja, dass du nicht renovieren willst, aber du kannst das ja so gut. Dann liegt auch schon los. Ehrlich? Mhm. So habe ich das mit meinem immer gemacht. Und jetzt habe ich es verraten. Aber eine gute Idee. Stößchen. Prost, lecker. Ich hole mal noch ein Besteck für den Salat. Also ich würde den Johann ja für seinen Kuchen loben, wenn er fertig wäre. Aber da warte ich bis nächste Woche. Ne? Prost. Wie weit ist dein Eis, mein Hase? Gut, der Eis ist gut. Prima Ding geworden. Braucht Weile. Das Eis ist auch fertig. Das holen wir gleich. So, der macht schon gut aus. Es gibt nichts über gute Vorbereitung. Savioni? Ja, genau. So. Margarete. Ich hole noch. Ja, wir waren. Gut, wir haben ja auch die weitaus einfachere Geschichte. Er hat ja auch noch. Komm, wir gucken wieder ein bisschen Kochshow. Ich denke auch, wir schauen jetzt fertig. Was suchst du, einen Löffel? Ja. Heute ist Slava wieder dran.
Soll ich das Eis schon rausnehmen? Eis, gib mal Eis her. Der macht das jede Schüssel? Woche Samstag zur gleichen Zeit. Ich gucke immer, dass ich dann mit dem Essen fertig bin. Da kann ich immer noch den Schluss gucken. Guck mal, da also, macht er jetzt eine Sabayone ja, drüber. Ja, ich sehe das und sage, ich nehme nur eine Nachspeise. Boah, das schaut so gut aus. Winfried, suchst du irgendwas? Ich kann dir vielleicht einen Tipp geben. Ja, ich suche, wo ich das Eis reintun kann. Zwischenzeitlich. Ich weiß nicht, was das ist. Ja. Sag mal, Johann, hast du früher eigentlich viele Frauen im Sturm erobert, dadurch, dass du vielleicht sehr früh schon sehr gut und sehr gezielt kochen konntest? Ja, aber die Frauen sind eingeschlafen, bis es fertig war. Passt. Passt. Du bist so... Hast du das gemacht? Der hört gar nichts. Ja, guck dir das mal an. Kriegt er nichts mit. Wahnsinn. Also ich finde, wir sollten Laferlichter lecker ändern. Ich sitze demnächst hier nur noch ja, genau. Und kommentiere, was genau, er macht. Genau, weil er schweigt ja ich lade mir so zwei, drei Gäste ein, wir setzen uns hier vorne hin. Und Johann kocht. Und so, Johann kocht. Ich möchte bitte einen Applaus, ja? Ja. Hier, komm. Komm auf, ne? Da, da. Nee, hier. Toll. Da, hinschauen. Hier hinschauen. So, guck mal hier. Margarete, mach das mal mit dem Loben jetzt. Komm, zeig mal. Ich bin fassungslos. Nein, du musst mehr loben. Doch, ich bin. Darf ich mal mit einem kleinen Löffelchen so probieren gehen? Nein. Ja, doch, ich darf. Warte ab, was er zu deinem Salat sagt. Danach weißt du, ob du ihn noch magst. Na, der, das ist ja klar gegen neben ihm. Ja, bitte. Was sind, neben sind ihm? Sind wir beide nichts. Ist das, bis vor wenigen Augenblicken warst du mir äußerst sympathisch. Makrele. Was ist denn das? Forelle. Ach, Forelle. Oder? Das ist Forelle, ja. Forelle. Das also. Erkennt man daran, dass sie nicht mehr mit dem Schwanz schlägt. Der ist doch jetzt nicht. Was jetzt? Jetzt sag aber mal, das war doch nicht schlecht. Also bis er soweit ist, sag ich schon mal schön. Er hat aber letzte das Woche. Johann, das ist jetzt gemein. Du grinst ja. Nur blöd und sagst nicht, wie es war. Also jetzt komm. Weißt du, wie ich wie du warst. Na, ihr habt ganz Mann. Gut gekocht. Sag mir mal. Ich bin raus aus der Nummer. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. Mein Gott. Also, ich muss sagen, also, Margarete. Ja? Wirklich jetzt. Ja? Was machst du denn jetzt? Was machst du denn jetzt? Wer Requisiten isst, was habe ich gesagt? Das ist aber so lecker. Also, Margarete, jetzt sag dem Johann nein, noch mal ich wieder, sage dir jetzt was, Margarete, ehrlich. Ja. Sehr leckerer Salat. Ja. Wirklich, schmeckt mir gut. Und der Horst hat heute ein schönes Porzellan genommen. Tschüss, bis nächste Woche. Hey. Thank you.